Krisen sind eine gute Zeit, mit Irrtümern aufzuräumen, heißt es. Und ich würde drei Thesen für den heutigen Tag in den Raum stellen. Das erste, Krisen sind überhaupt dazu da, mit Irrtümern aufzuräumen. Und Krisen werden überwunden, indem man mit Irrtümern aufräumt. Und für heute natürlich ganz besonders interessant, welche Irrtümer sind aktuell eine mögliche Ursache für Krisen. Zuerst einmal auch noch aus meiner Sicht herzliche gute Wünsche für das neue Jahr. Ich habe mir hier mal erlaubt, das Deckblatt meiner diesjährigen Neujahrskarte für meine Unternehmen auch noch Ihnen zu präsentieren. Und ich habe meinen Kunden einen Spruch mit auf den Weg gegeben für das Jahr 2024. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Motto auch für die Krisenbewältigung, weil, das wage ich schon vorab zu sagen, eine Krise ist eine Aufforderung, etwas zu lernen. Und was man da lernt, davon profitiert man und kann tatsächlich daraus etwas Schönes bauen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch in den Vortrag gehen. Der Vortrag heute soll ein Grundverständnis vermitteln. Auf diesem Verständnis können wir dann in den anderen drei Seminaren aufbauen. Es heißt so schön, wenn man ein Problem treffsicher beschreiben kann, ist in der Beschreibung die Lösung enthalten. Und ich möchte Sie insgesamt unterstützen, dass Sie sozusagen aus sich selbst heraus in der Lage sind, auf Überraschungen zu reagieren, weil Sie Zusammenhänge begriffen haben und dann natürlich eine Antwort stricken können, die zu Ihnen und Ihrer Situation wirklich passt. Wir unterschätzen, dass jedes Unternehmen sehr individuell ist und eine eigenständige Persönlichkeit hat und entsprechend auch individuell reagiert werden muss. Insofern ist es wichtig, dass Sie Grundsätzliches verstehen und sich auch einmal klar machen. Was ist sozusagen heute der Inhalt? Das erste ist, wie gesagt, zu schauen, was ist überhaupt eine Krise, also eine Art Begriffsbestimmung, in welchen Bereichen kann es zu Krisenprozessen kommen, aber das nur ganz kurz. Und dann gucken wir uns schon Ursachen an, das heißt eine Konfliktentwicklung durch Ungleichgewichte als Hauptursache. Und wir schauen an, was sind Lösungsansätze, innerer Reichtum, äußerer Reichtum. Das mag jetzt noch etwas verwirrend klingen. Ich werde es Ihnen sehr, sehr gerne erläutern. Das ist nämlich das Erfolgskonzept schlechthin für Deutschland seit über 100 Jahren. Wir haben es nur wieder ein bisschen vergessen. Und dann würde ich 8 Thesen zu Ursachen aktueller Krisen geben. Was Frau Bauer so schön beschrieben hat, das sind ja nicht Ursachen für Krisen, das sind Auswirkungen von krisenhaften Prozessen. Und ich gebe Ihnen auch noch mit, was sind 6 Irrtümer im Umgang mit Krisen, sodass, wenn Sie die vermeiden, Sie eigentlich schon eine ganz gute Weichenschaltung für die Lösung oder was noch viel besser ist, für die Vermeidung von Krisen in Ihrem Unternehmen haben. Wissen Sie, es kann einem in guten Zeiten schlecht gehen und es kann einem in schlechten Zeiten gut gehen. Das eine ist, was passiert, und das kann man sich oftmals nicht aussuchen, vor welche Herausforderungen man gestellt wird. Aber es gibt Variationsmöglichkeiten, wie man darauf antwortet. Und da eine Auswahl zu treffen und sich festzulegen, wie will ich antworten, das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt verschiedene Bereiche, die uns unterschiedlich tangieren, wo Krisen ausbrechen können. Das erste ist auf dem gesellschaftlichen Feld, das heißt gesellschaftliche Konventionen, Regeln, das Weltbild einer Gesellschaft kann nicht mehr passen und dieses Unpassende, dieses nicht mehr Zeitgemäße kann durchaus Ursache einer Krise sein, wenn man zu sehr daran festhält, wenn man nicht sich weiterentwickelt. Dann natürlich, das ist das, was mich ständig beschäftigt und wahrscheinlich auch Sie, krisenhafte Prozesse in Wirtschaft und Finanzen, also durchaus auch in Dimension der Weltwirtschaft und auch des Weltfinanzsystems. Ich habe hier in Klammern Fiat,
geschrieben. Das hat nichts mit dem Auto Fiat zu tun, sondern das ist sozusagen der Name des Weltfinanzsystems, das wir seit 1971 haben, seit der Dollar seine Goldbindung verloren hat. Und dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen, fiat es werde. Das heißt, seither wird Geld geschöpft von den Zentralbanken, vor allem von der Federal Reserve, ohne dass da zwingend wirtschaftliche Leistung dahinter stehen muss. Das heißt, es werden hier inflationäre Prozesse angeheizt. Und der Dollar hat seit 1971 bis heute ungefähr 90% seiner Kaufkraft verloren. Das ist also enorm. Ich bin immer wieder überrascht, dass sich Unternehmer mit solchen Themen so gut wie gar nicht beschäftigen, obwohl das wichtig ist, um zu reagieren. Es heißt so schön, eine Krise lässt sich dadurch zu vermeiden oder eine Katastrophe lässt sich dadurch am besten vermeiden, dass man sie ansagt. Und das gilt auch hier. Dieses Fiat-Weltwirtschaftsfinanzsystem wird uns in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen. Leider ist das heute nicht unser Thema. Was heißt leider? Wir haben uns konzentriert auf andere Themen, aber ich kann Sie nur inspirieren oder ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie durchaus mal ins Internet bei YouTube und geben Sie mal entsprechende Schlagworte ein. Da gibt es hervorragende Vorträge zu diesem Thema und es kann nicht schaden, sich damit zu beschäftigen, um vorbeugen zu können. Aber das ist auch das Einzige, was ich heute und auch in den anderen drei Teilen zu dem Thema sagen werde. Ich kann Ihnen nur empfehlen, beschäftigen Sie sich damit. Ja, volkswirtschaftlich sind Bereiche, wo es Krisen geben kann, aber natürlich auch selbst, wenn die Volkswirtschaft eines Landes hervorragend funktioniert, kann ein einzelnes Unternehmen betriebswirtschaftlich in eine Krise geraten. Den Bereich der Gesundheit als Krisenfeld hat Frau Bauer bereits angeführt. Das haben wir alle durch in den letzten Jahren. Umwelt, Natur, das eigene Unternehmen. Aber ebenfalls relevant, Krisen im persönlichen und familiären Leben. Es gibt noch andere Bereiche. Und das Erste ist, sich erstmal deutlich zu machen, in welchem Bereich habe ich tatsächlich, ich persönlich, eine Krise. Ich habe Ihnen hier mal von dem Schweizer Psychologen und Anthropologen und eigentlich auch, ich würde sagen, einen der Grundschöpfer der modernen Psychologie, Carl Gustav Jung, der lebt nicht mehr, ein Schweizer, einen Satz mitgebracht, der ein sehr schöner Hinweis ist, wie wir mit solchen krisenhaften Prozessen, egal auf welchem Gebiet, umgehen sollten. Er sagt, der Mann, er meint mit Mann, der Mensch, benötigt Schwierigkeiten. Sie sind notwendig für seine Gesundheit. Und er meint natürlich als Psychologe und Anthropologe vor allem die mentale Gesundheit. Das heißt, wenn Sie Schwierigkeiten als etwas Positives ansehen, an dem Sie wachsen, dann haben Sie schon mal die beste Grundvoraussetzung für den Umgang mit Krisen. Die sind kein Schicksal, die definitiv sagen, jetzt geht's schlecht, sondern sie sind eine Aufforderung, etwas zu lernen, etwas zu erkennen. Und wenn es eine persönliche Lebenskrise ist, und das ist etwas, was jedem Menschen sicherlich passiert, wir haben alle guten und schlechten Zeiten in unserem persönlichen Leben. Für Unternehmer ist das genauso, aber Unternehmer oder insgesamt Führungskräfte, die werden natürlich mit einer persönlichen Krise ihre Führungstätigkeit nicht ordentlich ausführen können. Und deshalb hat hier eine persönliche Krise auch eine Wirkung auf das unternehmerische, auf das wirtschaftliche Geschehen. Insofern sollte auch eine persönliche Krise dringend als Aufforderung angenommen werden, etwas zu lernen, etwas zu erkennen. Das Prinzip dahinter steht generell, die Grundlogik. Wenn ich ein Problem treffsicher beschreiben kann, wenn ich es beim richtigen Namen nennen kann, dann ist in der Beschreibung die Lösung enthalten. Die deutsche Kultur, der deutsche Kulturraum hat eine tiefe Weisheit, die in den Märchen, zum Beispiel der Gebrüder Grimm, die es ja aufgeschrieben haben, enthalten sind. Schauen Sie sich, und das nur mal als Illustration, schauen Sie sich mal das Märchen Rumpelstilzchen an. Was sagt denn da die Volksweisheit, wie man mit einem wirklich extrem krisenhaften
Problem umgeht. Das Problem, dass die Müllers Tochter, die das Rumpelstilzchen benutzt hat, um aus Stroh Gold machen zu können, eine Situation, in die sie ihr Vater hinein, ich sage jetzt mal, hineingeritten hat, hat ihm versprochen, dass, also hat dem Rumpelstilzchen versprochen, dass das erste Kind, was sie bekommt, ihm gehört. Und jetzt kommt es zu der Situation. Und das ist für diese Mutter, die jetzt ihr Erstgeborenes oder überhaupt ihr Kind so einem Giftzwerg, so einem kleinen merkwürdigen Zauberer überlassen soll, eine extreme Krise, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wie kommt sie aus der Situation raus? Das Märchen sagt es ganz treffsicher, indem sie das Problem, nämlich das Rumpelstilzchen, beim richtigen Namen nennt. Das muss man sich überlegen. Es ist eine Müllers Tochter und das Rumpelstilzchen ist ein Zauberer, der aus Stroh Gold machen kann, also eine unfassbar machtvolle Gestalt. Und die Volksweisheit sagt, in dem Moment, wo ich das beim richtigen Namen nenne, habe ich die Macht über dieses Problem. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie bezaubernd es ist, dass der deutsche Kulturraum schon vor Hunderten von Jahren wusste, wie man mit solchen massiven Problemen umgeht. Das waren nicht erst die modernen Psychologen, sondern das ist im Volk eine Weisheit. Darum ist es ja auch in dieses Märchen hineingeflossen. Und das passt nach wie vor. Das Erste ist immer, sich hinzusetzen und dem Problem einen treffenden, zutreffenden Namen zu geben. Wenn Sie das geschafft haben, und da können Sie sich zum Beispiel auch einen Coach zur Hilfe nehmen, die sind normalerweise ausgebildet, Ihnen in diesem Gedanken, in diesem fast schon philosophischen Prozess zur Seite zu stehen. Das Erste ist immer, den Problemen einen treffsicheren Namen zu geben, es treffsicher beschreiben zu können. Wenn man sich anschaut, wie ist die Definition der Krise, da können Sie bei Wikipedia reingehen, da habe ich es jetzt auch her. Da steht, erstens ist übrigens das Wort Krise aus dem Griechischen, da steht eine schwierige Lage, eine Situation, eine Zeit, die den, und jetzt kommt's, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Eine Krise ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert. Da ist ganz viel Positives drin. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Krise spüre, weiß ich, diese Krise kam nicht als Dieb über Nacht, sondern ich habe davor ganz viele Hinweise bekommen, hier läuft etwas schief. Schauen Sie sich an, unseren Gesundheitszustand, das ist ja ein biologisch, unser Körper ist ein biologisches System. Wenn Sie da über lange Zeit etwas falsch machen, Sie ernähren sich falsch, Sie haben zu wenig Schlaf, Sie essen, Entschuldigung, Sie konsumieren zu viel Alkohol, Zigaretten, was auch immer unserem Körper nicht gefällt. Der Körper funktioniert über eine lange Zeit weiter und sogar sehr gut, aber er setzt immer wieder Hinweise, hier läuft etwas nicht gut. Der Blutdruck steigt oder dies oder jenes und so weiter. Aber das System als Ganzes funktioniert. Bevor es wirklich zu einem Crash kommt, dauert es Jahre streckenweise. Und das, was unser Körper uns vorlebt, das stimmt auch für unser Unternehmen. Das stimmt auch für eine Volkswirtschaft. Ich bin seit über 40 Jahren in der Wirtschaft aktiv. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe Wirtschaft promoviert und ich war immer wieder überrascht, wie viel Fehler, wie viel Falsches ein Unternehmen oder eine Volkswirtschaft aushält. Ganz offensichtlich ist die Wirtschaft ein hochstabiles System, das keinen Perfektionismus von uns verlangt. Es reicht, wenn wir auf Symptome möglichst früh reagieren, und zwar im Sinne von lernend. Was mache ich hier falsch? Ich habe es sehr oft, dass mir Unternehmer sagen, Frau Färber, wir machen ein Training, aber im Moment geht es uns gerade nicht gut. Wenn es uns wieder besser geht, dann machen wir Weiterbildung. Das ist genau verkehrt rum. Ja? Es kann Ihnen nicht besser gehen, wenn Sie nicht in Ihr Wissen investieren, wenn Sie nicht wirklich lernen im Sinne von, was habe ich denn falsch gemacht, was muss ich können. Ich werde darauf noch näher eingehen und das vertiefen. Aber wichtig ist erst einmal zu wissen, dass in dem Moment, wo die Krise da ist,
ist eigentlich das Problem kurz vor der Lösung. Da verschlechtert sich nichts mehr, sondern wir haben den Prozess der Problemstörung, der Funktionsstörung eigentlich schon überlebt. Und jetzt geht es darum, dem ein Ende zu setzen. Eine Krise ist eine Aufforderung, einer Funktionsstörung ein Ende zu setzen. Dauerhafte Ungleichgewichte suchen in einer Wirtschaftskrise nach Entladung und einem neuen Gleichgewicht, sagen die Wirtschaftsexperten. Und das kann ich nur unterstreichen. Das heißt, eine Krise ist sozusagen ein Ergebnis von einer Konfliktentwicklung durch Ungleichgewichte. Gleichgewichte oder einzelne Pole sind nicht mehr im Gleichgewicht und daraus entwickelt sich ein Konflikt. Schauen wir uns doch mal an, was damit gemeint ist. Unser ganzes Leben vollzieht sich genau genommen als ein Leben zwischen den Polen, als ein Mischen von verschiedenen Polen. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Dinge im Sinne von Gegengewichte mitgebracht. Das Offensichtlichste ist, es gibt Tag und Nacht. Ja, die Natur hier in unseren Klimakreisen, in unserer Klimazone, mischt über 365 Tage das Verhältnis von Tag und Nacht gleich. Mal nimmt der Tag zu und die Nacht ab, mal nimmt die Nacht zu und der Tag ab. Das heißt, unsere gesamte Biologie, unsere ganze Natur ist darauf eingestellt, dass die Natur hier ständig diese Pole neu mischt. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Wir mischen ständig, jeder Einzelne, die Gegengewichte Macht und Ohnmacht. Planvoll, planlos, sachorientiert, beziehungsorientiert. Übrigens, das ist ein Thema, das für Unternehmer wichtig ist. Eine Arbeitsbeziehung ist eine primär sachorientierte Beziehung. Wir treffen uns im Unternehmen als Menschen, als Mitarbeiter, um in der Sache Ergebnisse zu erreichen. Im Privaten, wenn wir uns private Beziehungen, ich sage jetzt mal, anschaffen, dann geht es darum, dass wir ein Glücksgefühl haben wollen im Bereich der Beziehung. Das heißt, private Beziehungen sind beziehungsorientiert. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb ich gar nicht so happy bin, wenn mir kleine und mittlere Unternehmen sagen, oh, bei uns geht es wie in einer Familie zu. Hoffentlich nicht, weil in einer Familie geht es beziehungsorientiert zu. In einem Unternehmen muss es sachorientiert zugehen. Damit in Verbindung ist das Thema Ergebnisorientiertheit versus Lustorientiertheit. Kinder sind lustorientiert, Erwachsene sind in ihrem Handeln primär ergebnisorientiert. Ein Unternehmen ist ergebnisorientiert. Trotzdem darf die Arbeit natürlich Lust machen. Motivation. Übrigens, wir brauchen beides. Wir brauchen immer alle Pole. Das Thema Burnout, ich komme noch mal an anderer Stelle später, also nicht heute, aber an anderer Stelle darauf zurück, hat weniger damit zu tun, dass Sie zu viel arbeiten. Zu dem zu viel arbeiten heute bin ich ohnehin sehr skeptisch, aber wie auch immer. Ich weiß, dass Burnout eher daher kommt, dass die Pole ergebnisorientiert versus lustorientiert nicht mehr gelebt werden. Wenn ein Unternehmer, wenn ein Mensch keine Zeit mehr hat zu lustorientierter Tätigkeit, dann kommt hier etwas in der Regeneration aus dem Gleichgewicht. Das heißt, man muss immer auch etwas haben an Tätigkeit im Leben, wo das Ergebnis nicht entscheidend ist, sondern wo der Prozess Lust auslöst. Die Bedeutung will ich Ihnen kurz noch erläutern, auch für das Thema Motivation. Es gab vor einiger Zeit ein Experiment von Neurowissenschaftlern in den USA. Ist schnell erzählt, aber es ist voller Bedeutung, die noch gar nicht richtig ausgelotet ist. Und zwar haben die in einem Kindergarten geschaut, welche Kinder von sich heraus voller Hingabe malen. Und diese Kinder haben sie rausgenommen in eine extra Gruppe. Dort durften die weiter malen, aber sie haben angefangen, die Ergebnisse zu belohnen. Also was Kinderherzen höher schlagen lässt, Süßigkeiten, Plüschtiere, was auch immer. Die Kinder haben also gepinselt, die haben gemalt, die waren happy, die haben ihre Belohnungen bekommen. Alles lief fantastisch. Und dann haben die Wissenschaftler die Belohnung wieder eingestellt. Und was ist passiert? Die Kinder haben alle aufgehört zu malen. Und jetzt wollten die Neurologen natürlich wissen, was ist denn da gelaufen? Und sie sagen als
Hypothese. Offensichtlich ist durch die Belohnung der Ausstoß von Dopamin und Serotonin verschoben worden. Vor der Belohnung war der Ausstoß von Dopamin und Serotonin vor allem im Prozess. Das heißt, die Kinder haben ihre Lust empfunden, ihre Glückshormone produziert im Prozess des Malens. Und durch die Belohnung ist der höchste Ausstoß an Dopamin und Serotonin verschoben worden zum Ergebnis. Und das hat offensichtlich die Leistungsbereitschaft negativ, also die Malbereitschaft als Leistungsbereitschaft negativ beeinflusst. Das Beste ist natürlich, wenn der Prozess des ergebnisorientierten Arbeitens so strukturiert ist und organisiert, dass bei der Leistungserbringung Dopamin und Serotonin ausgestoßen wird. Das ist die stabilste Motivation und erklärt auch, weshalb so viele Unternehmer so unglücklich sind, wenn sie mir erzählen, Frau Färber, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe die Gehälter erhöht, ich habe Dankgutscheine ausgegeben, ich mache eine Fache feiern, ich mache dies und trotzdem maulen meine Leute weiter rum. Das hängt daran, dass der Prozess der Leistungserbringung offensichtlich nicht mehr Dopamin und Serotonin ausstößt. Ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, aber wichtig ist, Sie bleiben nur im Gleichgewicht, wenn Sie Tätigkeiten in Ihrem Leben haben, die lustorientiert auch laufen. Am besten ist, wenn sich beides verbindet. Wenn die Lustorientiertheit und die Ergebnisorientiertheit zusammenkommen, dann haben wir etwas, was herausragende Leistungen vollbringt. Und da haben wir einige Prototypen von Weltruf. Mir fällt jetzt sofort, man möge es mir entschuldigen als Frau, Karl Lagerfeld ein. Ja? Der hat natürlich mit Disziplin ergebnisorientiert die Kollektionen designt, aber es hat ihm Lust bereitet. Diese Kombination ist das Beste überhaupt. Und Sie kommen ins Burnout, wenn Sie zu wenig Lustorientiertheit haben. Lust hat natürlich auch etwas mit Sinn zu tun, aber wie gesagt, das sind Mechanismen, auf die ich erstmal nur hinweisen kann. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt darauf tiefer eingehen, weil es auch für die Überwindung von einer Krise ganz entscheidend ist. Wenn ein krisenhafter Prozess kommt und Sie sind mitten im Burnout, haben Sie ganz schlechte Karten, die Krise zu überwinden. Produzieren versus konsumieren, aktiv versus passiv, agieren versus reagieren, Leistung versus Erholung, Risiko versus Berechenbarkeit, Brauches und so weiter. Das sind alles Gegengewichte, die wir mischen und wir mischen sie alle. Die müssen nicht zwingend 50-50 sein. Das sind Elemente, das sind sozusagen Instrumente, diese Pole, um eine Symphonie, um eine Melodie ihres Lebens zu spielen. In einem Orchester gibt es auch unterschiedlichste Instrumente. Und die werden auch nicht alle 50-50 eingesetzt, sondern die folgen einer Melodie, einer Partitur. Und die Pauke kommt vielleicht im Rahmen der Sinfonie nur zweimal zum Einsatz. Trotzdem ist sie wichtig. Das ist also das Erste, sich auch mal zu fragen, wo stimmen bei mir die Gleichgewichte nicht mehr? Welchen Pol habe ich vernachlässigt? Vielleicht habe ich den Pol Lernen vernachlässigt, weil ich mich zu sehr auf mein Wissen orientiert habe, was ich schon weiß. Aber das Leben läuft weiter, es entwickelt sich weiter. Vielleicht habe ich zu wenig verändert und zu viel bewahrt. Oder konfrontieren versus ignorieren. Eine Krise muss man konfrontieren. Probleme muss man konfrontieren. Probleme sind keine sehr höflich erzogenen Gesellen. Die verschwinden nicht, wenn man sie ignoriert, sondern die wachsen und gedeihen. Also habe ich vielleicht zu lange etwas ignoriert? Aus welchem Grund habe ich mich nicht konfrontiert mit unangenehmen Wahrheiten? Alles das sind interessante Fragen, wo jeder einzelne Bereich durchaus Auslöser einer krisenhaften Entwicklung sein kann. Ich möchte für Sie als Führungskräfte oder vor allem für Sie als Unternehmer und Selbstständige auf eine andere Gleichgewichtigkeit, auf einen anderen Pol besonders eingehen. Das ist der Pol zwischen Risiko und Sicherheit. Jeder Mensch entscheidet sich, wie er diese beiden Pole miteinander kombiniert. Deutschland ist laut Gerd Hofstede, ein Professor für interkulturelle Kommunikation, Deutschland ist nach seiner Untersuchung eine sehr sicherheitsorientierte
Kultur. Das heißt, Versicherungen haben in Deutschland relativ leichtes Leben. Es gibt kaum ein Volk, das pro Kopf so viele Versicherungen hat wie Deutschland. Wir sind sehr auf Sicherheit aus. Die USA sind eher eine risikoorientierte Kultur. Das ist übrigens alles völlig wertfrei. Ja, das eine hat genauso etwas für sich wie das andere. Fakt ist aber, dass man als Unternehmer, egal in welcher Kultur man lebt, als Unternehmer hat man eine Entscheidung getroffen für mehr Risiko. Unternehmertum bedeutet, ich gehe ins Risiko und nicht so sehr in die Sicherheit. Mitarbeiter sind Menschen, die sich entschieden haben, mehr in die Sicherheit zu gehen. Das ist wunderbar, dagegen ist nichts zu sagen, aber diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Wenn ich ins Risiko gehe, wenn ich mich für Risiko entscheide, dann hat das Honorar, die Belohnung, dass ich mehr Freiheit und mehr Macht habe. Mehr Freiheit und mehr Macht wiederum haben den Preis, dass ich mehr Verantwortung übernehmen muss. Das Wort Verantwortung sagt sehr präzise, worum es geht. Da ist nämlich das Wort Antwort drinne. Das heißt, Verantwortung bedeutet, ich bin zuständig dafür, Antworten zu geben. Aktuell haben wir einen krisenhaften Zustand schon dadurch provoziert, dass wir in Deutschland durch den Gesetzesrahmen, durch Entscheidungen der Regierungen, des Gesetzgebers für Unternehmer eine Situation haben, wo deren Freiheit und damit auch Macht immer mehr reduziert wird, aber Risiko und Verantwortung steigen. Das heißt, wir sind weiter in der Verantwortung, haben aber weniger Freiheit und Macht, mit dieser Verantwortung umzugehen. Das macht den Beruf des Unternehmers und des Selbstständigen, aber vor allem des Unternehmers, nicht unbedingt sehr attraktiv. Das heißt, wenn wir ein Nachwuchsproblem haben, das heißt für Unternehmensnachfolge, müssen wir uns nicht wundern, dass wir das haben. Sollen wohl derzeit rund 500.000 mittelständische Unternehmen Probleme mit Nachfolgern haben. Wenn ich eine Situation schaffe, wo der Unternehmer sozusagen immer höheres Risiko und immer höhere Verantwortung bekommt, aber die Freiheit und die Macht, dem zu entsprechen, durch immer mehr Vorschriften reduziert wird, dann sinkt natürlich die Attraktivität dieses Berufes. Wir haben aktuell in Deutschland übrigens 14,5 Millionen Nettosteuerzahler. Da ist ein anderes Ungleichgewicht dahinter. Nettosteuerzahler, das bedeutet, das sind die Menschen, die in der unmittelbaren wertschöpfenden, also ursprünglich wertschöpfenden Wirtschaft arbeiten und damit das existenzielle Fundament für die gesamte Gesellschaft legen. Wir sind eine über 80 Millionen Einwohnergesellschaft. Und wenn da nur 14,5 Millionen Nettosteuerzahler die Basis schaffen, dann kann ich Ihnen sagen, wird das über kurz oder lang zu einer großen Dissonanz kommen. Das können die nicht leisten. Auch das kann durchaus Auslöser einer Krise sein. Und ich wage zu behaupten, dass sie das auch ist. Wenn ich mich für Sicherheit entscheide, und das haben Ihre Mitarbeiter getan, das heißt, verlangen Sie von Ihren Mitarbeitern nicht, dass sie unternehmerisch denken. Das können die, intellektuell können die das, aber es kollidiert mit ihrer Lebensentscheidung. Die haben sich nämlich für weniger Risiko entschieden, für mehr Sicherheit. Die Konsequenz ist dann aber auch, sie haben mindestens im unternehmerischen Kontext weniger Freiheit und auch weniger Macht, aber eben auch weniger Verantwortung. Die Dinge hängen zusammen. Wichtig ist, dass Sie darauf achten, dass Sie Ihren Mitarbeitern keine Verantwortung übertragen, ohne die adäquate Macht dazu zu übertragen. Weil ansonsten schaffen Sie einen absoluten Stress für Ihre Mitarbeiter, die sich also verantwortlich fühlen für Dinge, zu der sie nicht die Macht haben. Ich habe letztens bei angestellten Führungskräften in einer großen Organisation in einem Workshop mal eine Umfrage gemacht, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Verantwortung spürt ihr oder habt ihr eurer Meinung und wie viel Macht habt ihr? Und es waren ungefähr 16 Führungskräfte und mit einer Ausnahme war es bei allen so, dass sie wesentlich mehr Verantwortung gespürt haben, als sie das Gefühl hatten, dazu auch die Macht zu haben. Das ist für ein Unternehmen, das ist für diese Menschen purer Stress und ist durchaus Auslöser eines krisenhaften Prozesses. Und das war es auch in diesem Fall. Nicht ohne Grund wurde ich beauftragt, mit diesen Führungskräften einen Workshop zu machen.
Gucken wir uns etwas anderes noch an. Neben Risiko und Sicherheit gibt es natürlich auch das Thema Macht und Ohnmacht. Das hängt damit zusammen. Eine Situation wird als Krise wahrgenommen, wenn Gefühle von Zweifel, Risiko und Ohnmacht größer sind als das Gefühl von Selbstsicherheit, Berechenbarkeit und Macht. Das heißt, wenn Zweifel, Risiko und Ohnmacht dominieren, dann haben wir ganz individuell ein Gefühl von Krise. Und das hat nicht immer, durchaus auch, aber nicht immer mit dem Geschehen im Außen zu tun. Es hat aber immer etwas mit dem Geschehen im Inneren zu tun. Sehen Sie, ein ausgebildeter Kapitän, wenn der mit seinem Schiff auf den Ozean tuckert und dort mitten auf dem Ozean kommt ein Unwetter auf, dann hat er nicht zwingend das Gefühl einer Krise. Wenn er sein Handwerk gelernt hat, dann weiß er, was er jetzt tut. Und kann sozusagen mit Selbstsicherheit die ganze Sache berechenbar und machtvoll unter Kontrolle bekommen. Wenn ich mit dem Segelboot auf dem Ozean raussegle mit Rückenwind und glatter See und dann auf dem Meer kommt ein Unwetter, da können Sie fassen, habe ich nur ein Gefühl. Komplette Krise, komplette Katastrophe, komplette Ohnmacht. Wie Sie im Inneren damit umgehen, wie viel Kompetenz, wie viel Wissen Sie haben, ist ganz entscheidend dafür, ob Sie eine Herausforderung als Krise wahrnehmen oder eben tatsächlich als das, was es ist, eine Herausforderung, die das Äußerste von Ihnen verlangt. Ich hatte gesagt, dass Deutschland das Thema innerer Reichtum, äußerer Reichtum auf ganz besondere Weise geprägt hat. Und deshalb erlauben Sie mir einen kleinen Schwenk in die Geschichte, weil das, was wir gegenwärtig erleben, hat etwas zu tun mit dem, was wir in der Geschichte schon mal begriffen haben, aber anscheinend im Moment in der Gegenwart seit langem schon wieder vergessen haben. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht aus dem 19. Jahrhundert von einem Johannes Scher, einem demokratischen Abgeordneten, der in die Württembergische Kammer einst gewählt wurde und in die Schweiz fliehen musste. Also Deutschland war auch im 19. Jahrhundert turbulent. Und er hat gesagt, und das trifft für hier und jetzt hundertprozentig zu, man muss die Vergangenheit kennen, wenigstens einigermaßen ahnen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu kennen. Ohne Kenntnis der Geschichte ist dem Menschen alles, was um ihn vorgeht, schlechterdings unbegreiflich, geradezu ein Rätsel. Daher die stupide Auffassung der Erscheinungen unserer Zeit von Seiten der kenntnislosen und urteilslosen Menge, 19. Jahrhundert. Und das ist der Punkt. Ich würde Sie gerne heute mit diesem Vortrag in die innere Verfassung versetzen, zu sagen, haha, ich weiß, was hier wirklich abläuft. Weil das ist tatsächlich etwas, was Sie stärkt. Ich habe in einer meiner Ausbildungen auf dem Coaching- und therapeutischen Bereich eine Lehrerin gehabt, die hat immer gesagt, Klarheit und Wahrheit heilen und machen gesund. Lüge und Verwirrung machen krank. Und das ist das Erste, was immer draußen passiert um Sie herum. Wichtig ist, dass Sie innerlich in einer Verfassung von Klarheit und Wahrheit sind. Verwirrung oder das Vermeiden von Wahrheit schwächt sie, versetzt sie nicht in die Position, mit der Situation zu ihrem Vorteil umzugehen. Und eine Krise ist, um das Klischee jetzt zu bedienen, eben tatsächlich auch eine Chance. Weil wer in der Krise konzentriert, zielgerichtet und innerlich reif, wissend und bei sich reagiert, der kann daraus richtiges Wachstum generieren. Schauen wir uns an, und das ist für Deutschland sehr relevant, das Thema innerer Reichtum, äußerer Reichtum. Das heißt, die Krise, und das ist meine Hypothese, ist in Deutschland immer auch ein Ergebnis eines Ungleichgewichtes zwischen innerem und äußerem Reichtum. Ich habe eben schon im 19. Jahrhundert rumgefischt und ich werde mal ein bisschen bei unserer Geschichte bleiben, bei den Figuren unserer Geschichte, weil das zeigt, welche lange Geschichte Deutschland hat in der Bewältigung von Krisen und wie hervorragend das auch gelingt. Und wie lange Deutschland erst einen inneren Reichtum geschaffen hat, bevor es fast explosionsartig zu einem äußeren Reichtum kam. Es gibt ein Gedicht von Friedrich Schiller, ich will da kurz daraus zitieren, weil das
sehr, sehr treffend ist, aber eben auch sehr schön. Da schreibt er, das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert. In das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen, das ist seines Eifers wert. Und später sagt er, höheren Sieg hat der errungen, der Wahrheit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit. Freiheit der Vernunft erfechten heißt für alle Völkerrechten. Googeln Sie, das geht noch länger natürlich, ich habe hier nur Auszug, aber das ist, in das Geisterreich zu dringen, männlich mit dem Wahn zu ringen. Höheren Sieg hat der errungen, der Wahrheit Blitz geschwungen. Das ist das Erfolgskonzept für Gesundheit, Wachstum, Prosperität, innere Stabilität. Und das wussten wir schon zu Schillers Zeiten. Schauen wir uns weiter an. Immanuel Kant, wir haben das Zeitalter der Aufklärung als deutsche Kultur, ich würde gerne sagen den deutschen Sprachraum, weil ja Deutschland lange Zeit ein Kulturraum war und weniger ein Staatsgebilde. Und hier hat Deutschland eigentlich das Thema der Aufklärung versus Unmündigkeit auf den Weg gebracht. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel zufällig gefunden von Immanuel Kant aus dem Jahre 1784. Und da dachte ich mir, oh Mann, wenn man das in eine andere Sprache umsetzen würde, dann würde man denken, das kommt von jetzt. Und da schreibt er, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Und das ist auch etwas, was Sie als Unternehmer und Führungskraft innerlich stabilisiert. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Hör zu, was andere sagen, aber entwickle deine eigene Meinung. Nelson Mandela soll mal gefragt worden sein, woran man einen Führer erkennt. Und er hat gesagt, ein Führer ist der, der die ganze Zeit zuhört und zum Schluss spricht. Und genau das ist es. Ich höre mir natürlich alles an und am Ende bediene ich mich meines eigenen Verstandes und treffe eine Entscheidung. Und dabei bleibe ich. Kant ärgert sich natürlich bereits im 18. Jahrhundert auch darüber, warum ein so großer Teil der Menschen nicht Richtung Aufklärung tendiert, sondern in der Unmündigkeit bleibt. Warum, fragt er, tun das die Menschen? Und seine Antwort ist, Faulheit und Feigheit sind die Ursache, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Widerstehen Sie als Unternehmer oder als Führungskraft dieser Verführung der Bequemlichkeit. Eine Krise verlangt von Ihnen, den Geist der Aufklärung und den Geist der Unmündigkeit zu verlassen. Sie müssen für sich hier und jetzt entgegen den Entwicklungen eine Position entwickeln und handeln. Ansonsten kriegen Sie das Schiff Ihres Unternehmens nicht wieder auf die Spur, in den Hafen hineinzulaufen, den Sie angesteuert haben. Aber schauen Sie mal, was für Geistesentwicklungen über Jahrhunderte Deutschland vollbracht hat, bevor es eine Wirtschaftsnation wurde. Und da will ich auch den guten Martin Luther noch als letztes ins Feld führen, denn der hat mehr geleistet für unseren wirtschaftlichen Erfolg, als wir es im Alltag wahrnehmen. Er hat nämlich nicht nur den Vatikan herausgefordert, er ist auch, ich habe diesen Begriff in einem Artikel gefunden, den habe ich gut gefunden, er ist auch der Vater des Arbeitsfetischs. Das heißt, hier wird das Thema der Dipole, Arbeitsethos und Müßiggang bedient. Er schreibt, Luther schreibt, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen, predigte Martin Luther. Und der Verfasser des Artikels, Patrick Späth, sagt, der Reformator war auch ein glühender Arbeitsfanatiker. Ja, die Reformation befeuerte geradezu die moderne Lohnarbeit und den Kapitalismus. Denn Müßiggang ist Sünde, wider Gottes Gebot, der hier Arbeit befohlen hat. So Luther.
Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Ich glaube, wir sind uns einig, dieser Gedanke ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Aber was wichtig ist, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie wir in der Geschichte geistige Weichen geschaltet haben, sei es durch Schiller, sei es durch Luther, sei es durch Kant, sei es durch andere, eine Gesellschaftskultur, die Grundlage war für wirtschaftlichen Erfolg. Das heißt, Vernunft, Humanitäts- und Freiheitsideale plus Arbeitsethos, also Luther, Schiller, Kant, waren lange Grundlage oder haben Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg geschaffen, von dem wir später profitiert haben. Es gibt laut Kant nur einen einzigen kategorischen Imperativ, nach dem man handeln soll, den bekannten Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Du sollst lernen. Und das ist der Punkt, die Fähigkeit der Deutschen, ihr eigenes Handeln in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen, in einen größeren Kontext und sich zu fragen, wie wirkt mein Handeln auf die Gesellschaft, auf die Gemeinschaft, auf die größeren Zusammenhänge. Das ist ganz wichtig für das Zusammenspiel auch in der Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Team von Mitarbeitern, wo jeder Einzelne die Fähigkeit hat, übrigens eine Fähigkeit, die den Hippocampus entwickelt. Und ein entwickelter Hippocampus ist einer der wunderbarsten Präventionen für Demenz, gegen Demenz und Alzheimer. Also wir profitieren von so einer sozialen Entwicklung, auch biologisch. Stellen Sie sich also vor, Sie haben ein Team, das in der Lage ist, wo jeder Einzelne in der Lage ist, sein Verhalten in den Kontext des Großen und Ganzen zu stellen, gedanklich, und sich entsprechend zu verhalten. Ich glaube, wir sind uns einig, mit so einem Team segeln Sie durch jede Krise in der Gesellschaft erfolgreich. Das sind Dinge, die wo wir lange in Deutschland eine Kulturentwicklung haben, von der wir dann profitiert haben. Das heißt, Deutschland hatte seit 1625 eine lange Phase des Aufbaus eines inneren Reichtums, auf den sich die explosionsartige industrielle Entwicklung zwischen 1870 und 1930 stützen konnte, die dann auch nach 1946 fortgesetzt wurde. Ich glaube, wir sind uns einig, die Phase der zwei Weltkriege und dazwischen, das sind keine Phasen des inneren geistigen Reichtums, sondern eher des inneren geistigen Verfalls. Die Phase dazwischen war, wie gesagt, das Gegenteil von Aufklärung und innerem Reichtum. Der innere Reichtum ist die Basis für äußeren Reichtum. Und innere Armut ist Ursache äußerer Verarmung. Das heißt, die Frage ist wirklich zu stellen, und zwar im Kleinen wie im Großen, ist die Ursache der Krise ein Verfall des inneren Reichtums? Habe ich die Entwicklung inneren Reichtums, also Bewusstsein, Kultur, Bildung und so weiter, habe ich das zu lange vernachlässigt und entsprechend eine äußere Situation geschaffen, die jetzt für mich als krisenhaft entgegenkommt? Schauen wir uns mal an, was für einen äußeren Reichtum Deutschland historisch aus seinem inneren Reichtum schöpfen konnte. Es ist unfassbar. Und zwar im Jahre 1870, als das Deutsche Reich gegründet wurde, 1871, war Deutschland ein Niemand wirtschaftlich. Es gab die großen Kolonialreiche Großbritanniens, das als Empire, britisches Empire auch bezeichnet wurde. Ein Empire, in dem die Sonne niemals untergeht, hieß es damals. Und es gab auch das große französische Kolonialreich und es gab natürlich die USA mit ihren großen Vorkommen an relevanten Bodenschätzen und natürlich auch einer Unternehmerkultur, einer großen Freiheit in der Aktionsfähigkeit. So, da kam Deutschland an als ein wirtschaftlicher Niemand. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf betrug 1870 1.913 US-Dollar, wohlgemerkt als Jahreseinkommen. Das der USA lag bei 2.457 und das Großbritanniens bei 3.263. Das heißt, Großbritannien war damals das größte Wirtschaftsreich der Welt. Die Wirtschaft des Deutschen Kaiserreichs entwickelte sich aber rasant und der Anteil an der Weltwirtschaft 1913
betrug 14,3%. Und damit lag Deutschland an zweiter Stelle. Es hat innerhalb historisch kürzester Zeit das britische Empire und das französische Kolonialreich, die also einen unfassbaren Zugriff auf riesige Rohstoffquellen hatten, trotzdem hat Deutschland in der Wertschöpfung diese zwei riesigen Reiche überholt. Und das, obwohl wir de facto keine Kolonien hatten. Wir hatten eine, aber das war nicht zu vergleichen. Und wir haben auch nach wie vor keine größeren Vorkommen an Rohstoffen, außer natürlich Kohle und auch gewisse Erze, aber nicht vergleichbar. Was war denn die Quelle dieser enormen wirtschaftlichen Entwicklung? Der innere Reichtum. Nur und ausschließlich. Und das ist wichtig, dass wir uns das nochmal ins Bewusstsein holen. Gerade wir reden von Informationsgesellschaft, von Wissensgesellschaft. Gerade in dieser Zeit, wo sich die Dinge dahin entwickelt haben, ist der innere Reichtum Deutschlands die Hauptressource, unser größter Wirtschaftsfaktor. Warum konnte Deutschland eine Exportnation in den letzten Jahren sein? Warum? Durch unsere hervorragend ausgebildeten Fachkräfte, dieses IHK-System, dieses Fachkräfteausbildungssystem, dieses Meisterausbildungssystem, der Diplom-Ingenieur, alles das sind Dinge, die uns vom Wissen her, vom inneren Reichtum her, die Ressource geschafft haben, daraus einen äußeren wirtschaftlichen Reichtum zu machen. Wir haben in Deutschland nur eine große Quelle für Wirtschaftswohlstand und das ist innerer Reichtum. Und wir schauen uns mal an, was wir damit gemacht haben. Wie ist aktuell das Verhältnis von innerem und äußerem Reichtum? Ist eine Krise, die wir jetzt haben, egal auf welchem Gebiet, ist eine Krise für uns auch das Ergebnis einer relativen inneren Verarmung? Und welche Ungleichgewichte und Konflikte verursachen aktuell eine Krise? Ich hoffe, Sie haben noch kurz die Aufmerksamkeitsspanne, bis wir dann in eine Pause gehen, dass ich Ihnen hier 8 Thesen vorstellen darf. Was ist das Erste zum Thema Ungleichgewicht? Daten und Fakten zu Beginn 2023. Wir haben 45,9 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Das ist die höchste Erwerbstätigenquote seit 1990. Wir nehmen natürlich das Jahr der Vereinigung als Basis. Das ist eigentlich gar nicht wenig, 75,8% Erwerbstätigenquote. Allerdings wird diese gute Situation relativiert durch eine andere Tatsache. 11,9 Millionen davon sind in Teilzeit. Das heißt, 25% der Beschäftigten arbeiten nur halb so viel, wie sie von ihrem Leistungsvermögen könnten. Die Ursachen, warum sie sich so entscheiden, das soll ja gar nicht debattiert werden. Ich will das auch in keinster Weise moralisch bewerten. Aber das heißt, wenn wir zum Thema Fachkräftesicherung uns unterhalten, das ist ein Ungleichgewicht zwischen Bedarf an Arbeit und Bereitschaft zur Arbeit. Darüber hinaus sagt die deutsche Statistik, ich habe Ihnen ja immer die Quellen auch dazu geschrieben, also wenn Sie sich das schicken lassen, dann können Sie es selber nachprüfen. Wir haben darüber hinaus ein komplett ungenutztes Arbeitskräftepotenzial, also die Summe aus Erwerbslosen, Unterbeschäftigten und stiller Reserve von 4,35 Millionen Menschen. Das ist ein Ungleichgewicht. Ich weiß auch nicht, wie die sich fühlen. Ist das eine innere Armut, dass jemand erwerbslos ist? Sind sie alle krank? Ich weiß es nicht. Also hier alleine schon bei dem Thema Fachkräftesicherung, was ein krisenhafter Prozess sein kann, sehen wir, dass wir hier ein Ungleichgewicht als Ursache haben. Erste These, Arbeit als erste Christenpflicht. Das gute Prinzip von Luther gilt nicht mehr. Wir leisten uns 25% der Beschäftigten als Teilzeit. Wir leisten uns über 4 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter als nicht wertschöpfende Reserve. Und die Generation Z hat eine Gesellschaft kennengelernt, die mit ihren Arbeitskräfteressourcen sehr verschwenderisch umgeht. Da müssen wir uns nicht wundern. Weitere Daten und Fakten. Wir haben einen Arbeitsausfall wegen psychischer Erkrankungen auf Rekordhoch. Die Krankenversicherungen sagen, dass auf 100 Beschäftigte in diesem Bereich inzwischen 276 Fehltage sind. Das sind 41% mehr als vor 10 Jahren.
was sind die Ursachen psychischer Erkrankungen? Ich habe das mal hochgerechnet, wenn wir 45,9 Millionen Beschäftigte haben und 250 Arbeitstage im Jahr und 12.668.000 Ausfalltage nur wegen psychischer Erkrankungen, ist das ein Totalausfall von über 50.000 Vollzeitarbeitskräften. Was sind Ursachen psychischer Erkrankungen? Ein inneres Ungleichgewicht. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es erklärt auch, weshalb Psychologen derzeit so viel in der Wirtschaft eingesetzt werden. Nur ein kleiner Hinweis, ich habe in den letzten 20 Jahren ungefähr 1.500, 2.000 Einzelgespräche mit Mitarbeitern geführt und bin in 70-80% der Fälle zu der Erkenntnis gekommen, übrigens der gemeinsamen Erkenntnis mit den betreffenden Mitarbeitern, dass sie mir zwar anfangs erzählt haben, die Arbeit macht sie krank und ist zu viel, wenn wir aber dann näher auf die Situation des einzelnen Menschen eingegangen sind, haben wir gemerkt, eigentlich ist das Problem im privaten Leben, in der Familie, bei sich selbst, Unzufriedenheit mit dem Sinn des Lebens und so weiter. Das heißt eigentlich auf der individuellen Ebene, aber das anzugehen, hieße voll in die Eigenverantwortung zu gehen. Und da ist es natürlich immer leichter zu sagen, die Arbeit ist dran schuld. Das ist ein sehr subtiles Thema. Und das braucht tatsächlich Expertise, um damit ordentlich umzugehen. Ich sage das nur als Hinweis. Auch da kann ich Ihnen empfehlen, holen Sie sich einen Experten rein, der hier Ordnung schafft. Alleine schon, dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern mal eine Ordnung schafft. Was ist tatsächlich im Unternehmen durch Ungleichgewichte im Unternehmen, durch schlechtes Führen oder was auch immer verursacht worden? Und was hat seine Hauptursache bei mir persönlich in der Art und Weise, wie ich mein Leben führe? Das heißt, zweite These, große Teile der Gesellschaft sind im Modus der Überforderung. Die berühmte Generation Z wird also von Eltern und Großeltern erzogen, die überarbeitet sind und psychisch überfordert, obwohl Technik und Fortschritt die Arbeitswelt längst einfacher gemacht hat. Ein anderes Gebiet, Ungleichgewicht, Konflikt. Wir leisten uns 2,9 Millionen Studenten und 1,3 Millionen Azubis. Ich habe nochmal in Vorbereitung des Vortrages gegoogelt. Im Jahre 2023 blieben in Deutschland rund 230.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Also hier ist ein rasantes Ungleichgewicht. Nebenbei bemerkt 2,9 Millionen Studenten, 1,3 Millionen Azubis. Das bedeutet ungefähr 70% Akademiker. Das braucht keine Wirtschaft der Welt. Das heißt, hier werden auch Leistungspotenziale, man nennt das fehlgeleitet, eine Fehlallokation von Ressourcen. Und das wird noch dadurch verschlimmert, dass wir sagen, also rund 640.000 Studenten werden sowieso das Studium nicht beenden. Das heißt, bei ungefähr 22% wird es Studienabbrüche geben. 230.000 leere Ausbildungsstellen und 640.000 Studienabbrecher. Fachkräftesicherung. Ja? Stellen Sie sich vor, wir hätten die 638.000 Studienabbrecher gleich zu Anfang nach ihrer Schule in Ausbildungsstellen. Dann hätten wir kaum noch ein Fachkräfteproblem. Wie gesagt, im Dezember 2022 waren 781.000 offene Stellen gemeldet. Das variiert immer ein bisschen, aber die Dimensionen der Relation zeigen ganz eindeutig, wir haben nicht zu wenig Menschen. Definitiv nicht. Wir haben ausreichendes Arbeitskräftepotenzial. Die Frage sind Leistungswillen. Die Frage ist auch, woran habe ich Interesse? Werden die Leistungsfähigkeiten wirklich dahin geleitet, wo sie gebraucht werden oder nicht? Das heißt, es gibt ein Missverhältnis, und das ist die dritte These, ein Missverhältnis von Wollen und Brauchen. Generation Z kennt nicht den Unterschied zwischen Wollen und Brauchen. Die Tatsache, dass sie studieren wollen, heißt nicht, dass die Gesellschaft so viele Studenten braucht.
Das heißt, es wird auch nicht mehr gefragt, was ist nötig, welche Qualifikation braucht die Wirtschaft. Es wird nur noch gefragt, wozu habe ich Lust und darauf habe ich dann angeblich ein Anrecht. Übrigens ist das natürlich durchaus eine logische Konsequenz der Kultur der Aufklärung. Das möchte ich noch sagen. Diese Kant und Hegel, diese Kultur der Aufklärung haben bewirkt, dass Bildung zu einem Kulturwert erklärt wurde und nicht zu einem Wirtschaftsgut. Ich bin ein großer Fan davon, weil das bedeutet, dass Bildung auch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Das ist Teil der deutschen Kultur. Und damit natürlich auch leicht zugänglich ist. Und das ist auch eines der Gründe für diese, ich sage mal, Fehlallokation. Also auch das Gute hat durchaus eine Schattenseite. Wie damit umzugehen ist, das würde ich gerne in der Gesellschaft diskutieren. Da habe ich selber auch noch keine Antwort und tatsächlich mehr Fragen. Aber ich halte es für wichtig, darüber zu diskutieren. Ich will nicht, dass Bildung zu einem Wirtschaftsgut wird. Und zwar aus einer ganz persönlichen Erfahrung. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Forschungsprojekt im Auftrage des Bundesbildungsministeriums gemacht. Da wollten sie wissen, warum die angelsächsischen Länder so weltmarktführend sind im Bildungsexport. Angelsächsische Länder, Kanada, Amerika, also USA, Großbritannien und Australien. Ich habe also ein Jahr lang mit diesen vier Ländern Interviews geführt. War alles wunderbar, es war sehr interessant, aber ich habe halt feststellen können, für die ist ja Bildung ein Wirtschaftsgut, mit dem sie Profite machen. Die Konsequenz ist, dass deren Bildungssysteme nicht in der Lage sind, der jeweiligen Wirtschaft ausreichend qualifiziertes Personal zuzuführen. Also die kamen, ich habe zum Beispiel damals erlebt, dass Kanada einen Vertrag hatte mit dem damaligen Arbeitsamt in Berlin. Das ist schon, wie gesagt, viele Jahre her. Und da haben die immer einmal im Jahr so eine Messe gemacht für Arbeitslose. Und da kamen die Kanadier mit 5000 Blankoschecks für Fachkräfte, Handwerker und so weiter, um die nach Kanada mitzunehmen. Also das sind eben Braindrain-Länder. Insofern ist für mich die kostenlose berufliche Ausbildung oder überhaupt kostenlose Bildung eine heilige Kuh, die wir nicht schlachten sollten. Das ist schon richtig. Und dennoch müssen wir darüber diskutieren, wie wir hier Interessen leiten. Immanuel Kant, der kategorische Imperativ, handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, ist immer noch aktuell oder ist es überlebt? Also das auch noch mal neu zu diskutieren. Diese Dinge stecken sowieso in unserer Kultur, mehr als wir ahnen. Wir verhalten uns danach. Das hat Kulturen geprägt in Deutschland. Aber wir müssen eine Diskussion neu führen. Und wenn wir sie nicht führen, dann ist das eben auch eine Form von Ignoranz, die für sich genommen zu einer Krise führen kann. Dieses Jahr im Sommer hat der Spiegel eine Ausgabe rausgebracht, mit dem Titel, no, da sieht man drei junge Leute, die Vertreter der Generation Z, mit dem Titel Wir machen uns nicht mehr kaputt. Da will ich mal entgegensetzen nochmal den armen alten Luther, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Und jetzt sagen wir in einer Hightech-Gesellschaft, wir machen uns nicht mehr kaputt durch Arbeit, da müssen wir uns nicht wundern. Hier haben wir also einen Spirit, der besagt, auch durch dieses Work-Life-Balance-Thema, ja, wo schon der Begriff impliziert, dass Arbeit kein Leben ist und auch nichts mit Leben zu tun hat und dass das wahre Leben jenseits der Arbeit beginnt und die Arbeit uns am wirklichen Leben hindert. Das ist, ja, wenn ich Work-Life sage, hier ist Arbeit, da ist Leben und das sind zwei getrennte Bereiche, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir Arbeit nicht mehr als einen Bereich ansehen, der unser Leben bereichert und zwar nicht nur im Materiellen, sondern auch im inneren Reichtum her. Ich kann das jeden Tag erfahren, dass es so ist, weil ich immer wieder erlebe, dass ich im Arbeitskontext Menschen bereit erkläre, mit Themen zu konfrontieren, vor denen sie im Privatleben fliehen. Also ich finde, dass die Herausforderungen der Arbeit zu einer großen inneren Bereicherung führen. Wir müssen nur die Herausforderung annehmen. Aber das ist offensichtlich nicht mehr Konsens. In diesem Artikel habe ich so Sätze gefunden wie: Wir haben jetzt das Privileg, dass wir mehr sein können als unsere Arbeit. McKinsey, Berater, Book.
Will heißen, Arbeit leistet nichts dazu, uns zu unserem Sein zu entwickeln. Wir sind also durch die Arbeit weniger, als wir sein könnten. Eine scharfe These. Wir waren übrigens immer schon mehr als unsere Arbeit, weil wir mehr Potenzial haben, als in unserer Arbeit abgefordert wird und weil es noch andere Themen gibt. Ja, ich erinnere mich an meine erste Vorlesung als Ökonomiestudent. Diese Vorlesung hat der Professor mit dem Satz eingeleitet: Liebe Kinder, da ist damals noch mit Kinder angesprochen, liebe Kinder, eines muss ich euch sagen, wenn ihr nur Ökonomen seid und nichts anderes, werdet ihr niemals gute Ökonomen sein. Und das gilt für alles. Ja, gerade in der Wirtschaft muss ich einen weiten Blick haben. Also wenn ich nur Unternehmer bin und sonst nichts, bin ich irgendwann kein guter Unternehmer mehr. Wir sind immer mehr als unsere Arbeit. Das war immer schon so. Aber wir werden auch vorangetrieben durch die Herausforderungen der Arbeit. Aber ja, dann ein anderes Zitat. Es gibt nichts, was ich 40 Stunden pro Woche machen will. Eine Klimaschützerin mit dem Namen Volk. Das heißt, mich begeistert keine Tätigkeit. Es gibt keine Tätigkeit, die mich so begeistert, dass ich darüber die Zeit vergesse, wo ich also so viel Dopamin und Serotonin-Ausstoß habe, dass ich die Zeit darüber vergesse. Das sind natürlich alles Entwicklungen. Das heißt, die vierte These, Arbeit wird nicht mehr als Bereicherung unseres Lebens empfunden, sondern als Behinderung. Generation Z hat von uns gelernt, dass Arbeit das wahre Leben verhindert. Arbeitsethos ist ein Wort, das in der Gesellschaft, in der Generation Z groß geworden ist, nicht mehr hoch im Kurs steht. Fragen Sie sich mal, wann Sie das letzte Mal im öffentlichen Raum den Begriff Arbeitsethos gehört haben. Ich will Ihnen hier mal noch den alten Goethe diesbezüglich zitieren als Gegenpol. Der schrieb, die große Notwendigkeit erhebt, die kleine erniedrigt den Menschen. Das heißt, in der Notwendigkeit. Und die Arbeit ist ein, Wirtschaft ist ein Bereich von Notwendigkeiten. Und wenn wir uns mit diesen Notwendigkeiten konfrontieren, dann erhebt uns das, das erhebt den Menschen. Also es macht ihn größer, nicht kleiner. Oder er sagt, die Liebe kann wohl viel, allein die Pflicht noch mehr. Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt. Das sind kulturelle Prägungen, die einen inneren Reichtum geschaffen haben, der uns natürlich arbeitsmäßig, wirtschaftlich viel bringt. Schauen wir uns doch mal den Stand des inneren Reichtums der Generation Z an, die wir nachgezogen haben. Zitate. Ein Viertel der Viertklässler scheitert an den Mindeststandards. 23,8% der Jugendlichen sind ohne grundlegende schulische Fähigkeiten. Deutsche Abiturienten hätten kaum Chancen, eine Mathe-Abiturprüfung in Indien zu bestehen. Ein Zitat aus den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Da haben sie einen Mathematikprofessor der Universität Paderborn interviewt und der hat das gesagt. Keine einzige deutsche Universität befindet sich unter den Top 49 Unis der Welt. Wir haben Eliteschulen für Kinder mit wohlhabenden Eltern und ein sinkendes Niveau an Gesamtschulen. Ein absolut negatives Konzept. Alle Intelligenz ist primär soziale Intelligenz. Das Herausfordern, das heißt das Herausgefordertsein mit anderen sozialen Welten, ist für die Intelligenzentwicklung eines Kindes von großer Bedeutung. Haben wir völlig vergessen. Ich bin kein Freund von Eliteschulen, aus mehreren Gründen, aber nicht nur ich, sondern das ist ja eine Frage der Forschung und Gehirnforscher bestätigen das. Oder auf der Weltkonferenz für künstliche Intelligenz in Shanghai machen China und die USA die Zukunft unter sich aus. An der Mathematik-Olympiade 2023 in Japan belegte Deutschland den Platz 20, China den Platz 1. Fakt ist, Deutschland und Europa haben den Anschluss an das 21. Jahrhundert längst verpasst, sagen die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die Zukunft wird nicht in Deutschland oder anderen europäischen Ländern stattfinden, sondern in den USA und Asien. Deutschlands Schlüsselindustrie wird von China platt gemacht. Wenn wir ein Bildungssystem haben, das nicht mehr in der Lage ist, den inneren Reichtum Deutschlands als die alles entscheidende Wohlstandsressource nach vorne zu treiben und dem 21. Jahrhundert anzupassen, haben wir ein großes Problem. Und wir haben offensichtlich ein Qualitätsproblem, kein Quantitätsproblem. Denn ich habe auch noch mal geguckt,
Der Anteil der Ausgaben der öffentlichen Haushalte in Deutschland für Bildung, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, ist gar nicht so schlecht. Der liegt derzeit bei 4,4%. Das ist im internationalen Vergleich ganz gut, also mit an der Spitze. Aber offensichtlich sind wir nicht in der Lage, daraus entsprechenden inneren Reichtum zu machen. Braucht es eine Pause? Es braucht eine Pause. Dann machen wir jetzt eine Pause und machen nach. Es gab das eine oder andere jetzt schon als Rückmeldung im Sinne Auslöser einer Diskussion. Das freut mich natürlich ganz besonders, weil eine Diskussion zu führen ist durchaus ein gutes Mittel, aus einer krisenhaften Situation rauszukommen, weil in einer Diskussion, in der Kontroverse, und eine Kontroverse ist kein Konflikt, in der Kontroverse können wir uns Stück für Stück einen Konsens erarbeiten, der funktioniert. Hier nochmal den Hegel, der Mensch ist, was er ist, wie er als Mensch sein soll, erst durch Bildung. Das ist sozusagen das Motto des 20. und 21. Jahrhunderts, dass Deutschland den Ruf als Land der Dichter und Denker erwirtschaftet hat. Fünfte These, wenn Wissen, Weisheit und Können kein tragender Wert mehr sind. Ich hacke nicht auf der Generation Z rum, aber die Generation Z ist ein Spiegel der Erwachsenenwelt. Das heißt, dort kulminieren die Dinge, die in vorigen Generationen, in ihren erziehenden Generationen sozusagen falsch gemacht wurden. Und deshalb ist es ein interessantes Spiegelbild. Die Generation Z ist außerdem auch natürlich die Zukunft. Das heißt, unsere Gesellschaft hängt auch von dieser Generation ab. Sie ist einer Welt groß geworden, in der Bildung und Erkenntnis keine sehr wichtigen Werte mehr sind. Und tatsächlich werden Lernanforderungen an deutschen Schulen nicht selten immer mehr systematisch nach unten geschraubt. Das heißt, Wettbewerb und Leistungsorientierung stehen nicht mehr sehr hoch im Kurs. Ich will Ihnen hier mal eine Statistik geben, die Entwicklung der täglichen Dauer der Internetnutzung durch Jugendliche bis 2022. Natürlich 2020 ein Peak, das hatte auch etwas mit den Lockdowns zu tun. Aber Sie merken, Sie sehen eine ständige, kontinuierliche Erhöhung. Untersuchungen ergeben, dass Kinder und Internetmedien, dass das eine Entwicklung ist oder ein Verhältnis, das nicht ganz unproblematisch ist. Wir beobachten Sprachentwicklungs- und Konzentrationsstörungen, aber auch Einschlafprobleme bei Kindern gehen oft mit einem zu hohen Medienkonsum einher. Wir wissen, dass je mehr Zeit Kinder an Bildschirmen verbringen, desto schlechter schneiden sie in kognitiven Leistungs-, Motorik- und Sprachtests ab. Eine hohe Mediennutzung kann Konzentrationsprobleme, Übergewicht und Haltungsschäden mit sich bringen. Wer ständig mit makellosen Körpern und aufregenden Hobbys konfrontiert wird, kann stärker zu Selbstzweifeln und zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung neigen. Das kann ich sehr bestätigen. Ich arbeite ehrenamtlich gelegentlich an Schulen mit Jugendlichen zum Thema Mindset des Erfolgs. Es sind absolut liebenswerte junge Menschen, diszipliniert, höflich, alles. Aber wenn ich die Auswertungsbögen mir angucke, dann schreiben die mir, welche Themen, also zu der Frage, welche Themen möchten sie in Zukunft behandeln? Wie kriege ich ein stabileres Selbstwertgefühl? Wie kann ich weniger an mir zweifeln? Das heißt, das ist tatsächlich ein Thema. Fachleute weisen darauf hin, dass eine intensive Beschäftigung der Eltern mit Medien, also auch die sind hier voll in der Verantwortung, das heißt beispielsweise mit Computer, Smartphone oder Tablet, die Eltern-Kind-Kommunikation beeinträchtigen kann. Wenn Eltern zum Beispiel ständig telefonieren oder chatten, sind sie zwar körperlich anwesend, können sich aber nur nebenbei um ihre Kinder kümmern und so weiter. Also auch das Internet, das Sozialmedienverhalten der Eltern hat hier eine ungute Entwicklung für die Kinder als Folge. Sechste These, die Technik ist höher entwickelt als unsere Fähigkeit, damit umzugehen. So scheint es. Ja, das sind Thesen. Das sind nicht Behauptungen, sondern Thesen im Sinne von, lass uns darüber diskutieren. Lass uns dazu einen Standpunkt erarbeiten. Die Welt, die die Erwachsenen für Generation Z geschaffen hat, bewirkt negative Wirkung auf Sozialkompetenz, negative Wirkung auf kognitive Kompetenz, Konzentrationsprobleme, schwaches Selbstwertgefühl. Das sind natürlich stark überhöhte Behauptungen, die aber auf Untersuchungen beruhen. Dazu kommt natürlich, dass wir
eine Generation haben groß werden lassen in einem großen Wohlstand. Wir haben seit 1950 an bis heute eine Vervierzigfachung des Wohlstandes in unserer Gesellschaft. Das heißt, hier wird Wohlstand eigentlich als selbstverständlich angesehen. Wir haben nicht mehr sehr viel Gefühl dafür, wie dieser Wohlstand historisch entwickelt wurde, was passiert ist. Er wird mehr oder weniger als natürlich gegeben konsumiert. Und ich meine hier den Wohlstand auf der gesellschaftlichen Ebene. Und es ist ein Wohlstand, dass wir jungen Leuten ermöglichen können, auf Wunsch eine akademische Ausbildung zu haben, auch wenn sie die Gesellschaft so nicht braucht. Das ist ein Wohlstand. Siebte These, das Verständnis für Zusammenhänge lässt nach. Wir haben leider auch eine Generation groß werden lassen und das ist, wie gesagt, die Schuld der Eltern und Großeltern, die fern von Leistungserbringung groß geworden ist. Schauen Sie sich das in früheren Generationen an. Noch vor 100 Jahren sind Kinder vor allem in Bauernwirtschaften groß geworden, in Handwerksbetrieben groß geworden. Das heißt, die haben jeden Tag in diesen Betrieben gelebt und sie haben erlebt, wie es funktioniert und sie wurden auch einbezogen. Wir haben glücklicherweise Kinderarbeit abgeschafft, aber uns unabhängig davon haben wir es nicht geschafft, dass Kinder sehr früh an die Logik der Wertschöpfung herangeführt werden. Relevante Entwicklung ist auch, dass der Anteil an vorwiegend körperlich schwerer Arbeit drastisch gesunken ist in den letzten 100 Jahren. Also bei Frauen sind nur noch zwischen 6,3% mittlere und niedrige Bildungsgruppe und 0,7% obere Bildungsgruppe Arbeitsplätze mit einer vorwiegend schweren körperlichen Beanspruchung. Bei Männern ist es etwas mehr, zwischen 4,3 bis 24,1%, im gesamten Durchschnitt 9%. Das heißt, insgesamt wurde der Anteil der körperlichen Beanspruchung zurückgedient. Und jetzt sind wir bei einem Phänomen, das wir noch gar nicht beherrschen. Das heißt, die Arbeitswelt braucht weniger die Muskelkraft, dafür aber umso mehr die mentale Leistungskraft. Und hier haben wir mehr Fragen als Antworten. Es ist so gar nicht mal einfach überhaupt den Begriff mentale Leistungskraft sauber zu definieren. Was verstehen wir denn darunter? Geschweige denn zu gucken, wie kann man mit der mentalen Leistungskraft bei sich selbst, aber auch als Führungskraft mit der Leistungskraft der Mitarbeiter so umgehen, dass sie adäquat beansprucht wird, dass wir wissen, wie wir sie regenerieren, wie wir sie pflegen, wie wir sie stärken. Das alles sind Fragen, die erst in der letzten Generation an Brisanz gewonnen haben. Achte These, der Traum der Menschheit nach leichter Arbeit wird wahr und mit diesem Traum, mit dieser Entwicklung können wir noch nicht adäquat umgehen. Noch nie waren die Anforderungen an die mentale Leistungskraft in der Wirtschaft so hoch wie heute und noch nie waren Generationen oder die neue Generation so schlecht darauf vorbereitet. Im Prinzip ist keine Generation im Moment gut darauf vorbereitet. Es ist tatsächlich eine neue Herausforderung. Und dafür haben wir als erstes auch keinerlei historische Vorbilder, weil das ist in der Geschichte der Menschheit völlig neu. Das heißt, auch die neue Generation, die Generation Z, erlebt eine Erwachsenenwelt, die selber noch danach sucht und sich zu orientieren versucht, wie sie mit dem umgeht. Das heißt, wir haben die Orientierung und auch den Sinn unseres Lebens noch einmal neu als Fragestellung vor uns. Um es zusammenzufassen, wir haben einen Wandel weg von Körperkraft hin zu mentaler Leistungskraft in der Wirtschaft, aber wir wissen nicht, wie wir mentale Leistungskraft fördern und stärken. Wir wissen nicht einmal genau, was das ist. Wir haben einen großen Wohlstand durch Produktivitätswachstum seit den 50er Jahren, aber wir wissen im Moment nicht, welche Motivation zur Arbeit und Leistung angesichts dieses Wohlstands Sinn macht. Wir haben mehr Freiheiten und Spielräume. Wir wissen aber noch nicht, wie wir Freiheiten und Zwänge richtig ausbalancieren können oder auch sollen. Wir haben eine rasante Entwicklung in Technologie und Wirtschaft, aber Bildung und Erkenntnis verlieren den Anschluss an die Entwicklung.
Das ist eine Ist-Situation. Und diese Situationen, diese Fragestellungen, für die wir noch keine ausreichenden Antworten haben, sind sozusagen das, was auch krisenhafte Prozesse produzieren kann. Damit sind wir alle konfrontiert auf die eine oder andere Weise. Und das ist eine Kulturentwicklung. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Thesen zu Ursachen der aktuellen Krise, wo ich sage, lasst uns die mal als Diskussion führen. Es geht nicht darum, dass wir darauf alle Antworten haben müssen. Wir müssen darüber diskutieren. Und ja, das ist sozusagen das Erste, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Schauen Sie doch mal, welchen Standpunkt Sie dazu einnehmen. Setzen Sie sich damit auseinander. Man lernt im Prozess. In der Wissenschaft ist es so, dass eine richtige Fragestellung bereits die Hälfte des Erfolgs ist. Und das ist auch im Umgang mit Krisen so. Worüber muss ich mir Gedanken machen? Was sind die eigentlich relevanten Fragestellungen? Was ist Symptom und was ist das eigentliche Problem? Welchen Irrtümern sollten Sie nicht verfallen? Schauen wir uns das noch an. Der erste größere Irrtum ist zu glauben, das wird schon wieder von selbst. Das heißt Lernverweigerung. Zu glauben, dass wir so weitermachen können wie bisher. Zu glauben, dass wir selber nichts dafür können. Zu glauben, dass wir nicht schuld sind. Zu glauben, dass nicht wir uns ändern müssen, sondern die anderen. Zu glauben, mehr vom Gleichen bringt ein anderes Ergebnis. Ne? Albert Einstein hat einmal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Auch wenn Sie selber die Krise nicht verursacht haben auf der gesellschaftlichen Ebene, Sie sind aber verantwortlich dafür, wie Sie damit umgehen. Und aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Das heißt, je eher Sie sagen, ich konfrontiere mich, ich gucke, woran ich jetzt hier arbeiten muss, ich gucke, was ich hier lernen kann, was sind die Fragestellungen, ich ordne die ganze Situation in Gedanken, das ist das Erste. Der zweite große Irrtum ist, wünsch dir was. Die Wirtschaft, die Ökonomie ändert nicht ihre Gesetze, nur weil diese uns nicht gefallen. Genauso wenig wie die Natur ihre Zusammenhänge und Gesetze ändert, nur weil sie uns nicht gefallen. Aber die Ökonomie lässt uns die Freiheit, mit diesen Gesetzen zu kooperieren oder nicht. Und je nachdem, wie gut wir das tun, stellt sie uns die entsprechende Quittung aus. Und an der Nummer kommen wir nicht vorbei. Wie gesagt, es gibt auch hier zwei Pole. Im Privatleben haben wir natürlich sehr große Freiheiten. Im Wirtschaftsleben haben wir eine Welt der Zwänge und Notwendigkeiten, an die wir uns halten müssen. Und da eine Bilanz oder eine Balance reinzukriegen, ist sowohl für den Einzelnen als auch für das Unternehmen, als auch für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft eine große Herausforderung. Also zweiter Irrtum, wünsch dir was. Dritter Irrtum, Normalität. Eine Krise ist immer ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung zwischen Polen, die im Gleichgewicht sein sollten, aber es immer weniger sind. Das heißt, es kommt darauf an zu erkennen, an welcher Stelle die Ungleichgewichte zu lange als Normalität gelebt wurden. Die Frage ist also zu stellen, was empfinde ich als Normalität? Und lebe es, als wäre es normal und unveränderbar, was aber verändert werden muss. Vierter Irrtum, Krise ist ein Schicksal. Zweifel, Risiko, Ohnmacht bewahren. Das sind die einen Seiten, Selbstsicherheit, Berechenbarkeit, Macht verändern. Nochmal, eine Situation wird als Krise wahrgenommen, wenn Gefühle von Zweifel, Risiko und Ohnmacht über Selbstsicherheit und Macht dominieren. Krise ist kein Schicksal. Krise ist auf die eine oder andere Weise menschengemacht. Die Natur, die Wirtschaft stellt uns Fragen und durchaus Fragen, die wir uns nicht wünschen. Das kann schon sein. Insofern gibt es ein gewisses Schicksal. Aber die Art oder die Antwort, die wir geben, die können wir uns aussuchen. Und da hört das Schicksal auf. Das heißt, wir können reagieren. Verantwortung heißt, ich fühle mich zuständig für die Antwort, die ich gebe. Krise ist kein Schicksal. In der Wirtschaft sowieso nicht. Auch wenn andere Menschen die Verursacher eines krisenhaften Zustandes waren auf der gesellschaftlichen oder weltwirtschaftlichen Ebene. Sie ist von Menschen gemacht und ich kann damit umgehen. Ich habe durchaus eine Reihe von Unternehmen als Klienten, die stehen inzwischen hervorragend da,
obwohl sie in der Corona-Zeit in eine große Krise geraten sind. Die Frage ist, wie geht man um? Ja, die haben zum Beispiel den Aktionsradius erweitert, die haben ins Marketing international investiert, die haben ihre Absatzmärkte erhöht und so weiter und so fort. Die haben an sich gearbeitet, die haben am Team gearbeitet. Also man kann reagieren. Krise ist kein Schicksal. Das ist ganz wichtig, dass man nicht in so ein Ohnmachtsgefühl hinein gleitet. Fünfter Irrtum, Multitasking. Dazu könnte ich viel sagen. Ich habe Ihnen hier ein paar Zitate mitgegeben. Multitasking ist ein Betrug, sagt Gary Keller, ein Amerikaner. Wir nennen es Multitasking, was den Eindruck vermittelt, als handele es sich um die Fähigkeit, viele Dinge auf einmal zu tun. Ein Buddhist würde das als Affengeist bezeichnen. Wir glauben, wir würden das Multitasking beherrschen. Dabei treiben wir uns nur selber in den Wahnsinn. Es kann nur eine wichtigste Sache geben. Viele Dinge können wichtig sein, aber nur eine kann die wichtigste sein. Erfolg verlangt Fokussierung. Leistungsorientierte Menschen arbeiten stets mit einem klaren Gespür für Prioritäten. Die Bewältigung einer Krise verlangt Fokus und nicht Multitasking. Gucken Sie genau, was ist das Wichtigste? Setzen Sie Prioritäten, arbeiten Sie die ab. Die innere Ordnung ist das Allerwichtigste, um eine äußere Unordnung, und eine Krise ist eine äußere Unordnung, um eine äußere Unordnung zu bewältigen. Fokus. Es gibt ein Sprichwort, wenn man zwei Hasen auf einmal jagt, verpasst man alle beide. Fokus. Sechster Irrtum, der Glaube, dass ich in der Krise nicht erfolgreich sein kann. Das ist ein Irrglaube. Man kann auch in der Krise Gewinne erhöhen, erfolgreich sein. Ich muss wissen, was das richtige Verhalten, das Tun ist. Ich muss die Fähigkeit und Entschlossenheit, die Willenskraft haben, es auch tatsächlich zu tun. Der Wille ist eine ganz feste Sache. Ich habe oft in den Einzelcoaching-Situationen, wo man mir sagt, Frau Färber, ich möchte mich ja gerne ändern. Ich habe auch schon viel versucht, aber das ist einfach zu schwer. Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mir angewöhnt, gegenzufragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr wollen Sie das denn? Und irgendwie hat diese Skalierungsfrage eine positive Wirkung hinsichtlich Ehrlichkeit. Die Leute antworten alle ehrlich. Da kommen in der Regel Antworten wie, naja, wenn Sie mich so fragen, oh, 3 oder 4, ja, stimmt, ne? Das reicht nicht aus. Genau, die Aufgabe ist nicht zu schwer, der Wille ist zu schwach. Zum Thema Motivation, ich komme da an anderer Stelle nochmal dazu. Heute geht es nur um größere Zusammenhänge und Denkmuster, um eine innere Klarheit in größeren Zusammenhängen. Der Wille hat etwas mit Motivation zu tun, mit dem Motiv etwas zu tun. Und ich sage Ihnen eines, Sie haben keinen Zugriff auf die Motivation eines anderen Menschen. Ein Mensch ist motiviert, etwas zu tun oder nicht. Ihre Aufgabe als Unternehmer und Führungskraft ist es, herauszufinden, ob ein Bewerber die richtige Motivation hat. Und dann haben Sie die Macht, eine vorhandene Motivation zu fördern und zu pflegen und zu stärken. Das können Sie als Führungskraft. Oder sie durch schlechtes Führungsverhalten zu schwächen, zu demotivieren. Aber generell ist die innere psychologische Dynamik der Motivation etwas, wo mir noch keiner erklären konnte, woher es kommt. Natürlich kann ich im Nachgang meine Motivation rational erklären. Ich kann rationalisieren, aber überzeugend ist es nicht. Warum bin ich motiviert, den Beruf zu nehmen? Warum den anderen? Warum habe ich Spaß daran, etwas zu tun? Warum habe ich an bestimmten Dingen keinen Spaß? Das ist etwas extrem Individuelles und Ihre Aufgabe ist es, die nötige Willenskraft Ihrer Mitarbeiter zu pflegen, aber zuallererst einmal wahrzunehmen, ob Sie sie überhaupt haben. Aber das nur als Vorgriff. Dann Haltungen überprüfen und anpassen. Das heißt, Veränderungen heißt, Gewohnheiten zu Veränderungen, Routinen zu ersetzen durch neue Routinen. Das muss gekonnt werden. Und wie gesagt, die Willenskraft ist auch wirklich zu tun. Ein guter Einfluss für Sie als Führungskraft ist, dass Sie Selbstdisziplinierung als Vorbild leben. Das hat eine sehr positive Wirkung. Aber wie gesagt, diese 4 Punkte sind nochmal ein eigenes Thema. Aber
Definitiv sollten Sie hier heute rausgehen mit dem Gedanken, ich kann in einer Krise erfolgreich sein. Die Krise hindert mich nicht. Ich kann ja schneller lernen als andere. Ich kann besser lernen. Ich kann mich konzentrieren, eine Ordnung zu machen. Ich kann mich darauf fokussieren, mein Unternehmen entsprechend umzustellen und so weiter. Ich kann etwas tun. Diese 6 Irrtümer in einer Krise sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Das wird nicht von selbst. Es geht ja nicht um wünsch dir was. Ich muss schauen, was bei mir als Normalität gedacht und gelebt wird, was nicht mehr lebensfähig ist, was mir nicht hilft. Krise ist kein Schicksal. Sie verlangt Fokus und ich kann in einer Krise erfolgreich sein. Die gute Nachricht, je schneller ich meine Irrtümer erkenne und korrigiere, je weniger tangiert mich die Krise und je schneller ist sie für mich vorbei. Das heißt, wenn ich mein Problem treffsicher beschreiben kann, ist in der Beschreibung die Lösung enthalten. Eine Wirtschaftskrise ist immer auch eine Bewusstseinskrise und nicht zum Schluss. Das ist eigentlich fast immer eine Bewusstseinskrise. Und über unser Bewusstsein haben wir ein Maximum an Macht. Das ist unsere Macht, das ist unsere Kraft. Habe den Mut, dich deines Verstandes, deines Bewusstseins zu bedienen, statt Unmündigkeit und gedankliche Faulheit zu leben. Diese Haltung ist das Erfolgskonzept Nummer 1 gegen Krise. Wirtschaftlicher Reichtum ist immer Ausdruck eines geistigen Reichtums. Das ist das Grundprinzip, was ich Ihnen hier heute gerne mitgeben möchte. Und insofern bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie heute schon ein zu den Fortsetzungen. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie Anmerkungen, Kritiken und Fragen an meine Kollegen richten, auf die ich dann eingehen kann. Die Kontroverse, die frisch gelebte Kontroverse auf der gesellschaftlichen oder auch in der unternehmerischen Dimension ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel, aus krisenhaften Zuständen rauszukommen. Wir haben alle nur ein eingeschränktes Blickfeld auf die Wirklichkeit, jeder Einzelne von uns. Und wir brauchen den Austausch mit anderen, um deren Blickwinkel zu erfahren, um damit unseren eigenen Horizont zu erweitern. Das ist, was aus einer Krise herausführt. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf Feedbacks. Dankeschön.